Hey Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute mal wieder aus dem Vereinsheim des Kleintierzuchtvereins Blumenthal. Und wie ihr schon hört, heute sind die Käfige nicht leer, sondern heute ist der Tag, an dem alle Tiere eingestellt wurden. Und ja, es ist schon eine Menge los an Tieren. Und ich würde euch mal auf einen kleinen Rundgang mitnehmen. Und jetzt geht's los. So, in dieser Reihe fangen wir mit Tauben an, gehen dann zu den Zwerghühnern über. Das sind meine Tiere, die Zwergrheinländer in blau gesäumt. Ich erzähle euch einfach mal die Rassen. Alle kenne ich natürlich nicht aus dem Kopf, aber hier haben wir Zwergvorwerk. Hier sind wir bei den Welsungen. Wirklich schöner Hahn. Wie ihr seht, es sind fast alle Käfige schon belegt. Da hinten geht es noch weiter mit Hühnern. Hier vorne sehen wir noch ein paar schöne Zwergvirendotten in verschiedenen Farbschlägen. Zwergrodeländer auf einer anderen Ausstellung schon sehr gut bewertet. Ja, schöne Tiere mit dem braunschimmernden, glänzenden Gefieder. Und auch noch einige schöne Tauben. Ich bin ganz ehrlich, mit Tauben kenne ich mich leider überhaupt nicht aus. Aber beim Zuschauen erkennt der ein oder andere sicherlich ein paar Rassen. Hier hinten gehen wir nochmal zu den Seabrights. Im hinteren Teil gibt es auch noch einige Seabrights zu sehen. Und wir gehen einfach mal durch die Gänge. Und ihr könnt einfach mal schauen, ob da vielleicht was Schönes für euch bei ist. Ich werde mal in den einen oder anderen Käfig hineinschauen. Hier sehen wir Zwerg Australops. Und gehen hier hinten wieder zu noch einem anderen Farbschlag der Zwergvirendotten über. Die Bewertungskarten gibt es morgen. Morgen früh um 8 geht's los. Also wir sind heute auf dem Donnerstag noch zum Einstallen. Morgen früh um 8 geht's los. Da kommen die Preisrichter, um die Tiere zu bewerten. Zwerg Orpington, auch sehr schöne Tiere. Auch noch ein Blick zu den Kaninchen. Die haben natürlich
größere Käfige als die Hühner. Ein kleiner Schwenk zu den Zwergen. Du bist ja ein hübscher Hahn. So, jetzt sind wir schon bei den Enten angekommen. Deutsche Peking. Wir kommen hier zu den Sachsenenten. Ich bin jetzt bloß mal mit dem Video in der obersten Reihe unterwegs. Sonst wird es auch zu viel und zu langweilig, denke ich. Schwenken natürlich auch mal nach unten. Ist hier in zwei Reihen gestapelt. Hier sind auch noch Kaninchen. So, in der zweiten Reihe Enten. Streicherenten. Smaragdenten und hier gehen wir dann wieder zu den großen Hühnerrassen über. Hier ist noch ein Käfig leer. Da hat jemand seine Tiere noch nicht gebracht. Auch unten. Viele Felder Kennhühner. Marans vom Axel. Schöne Tiere. Dieses Jahr finden die Zemanis den Weg zu uns. Und zwar in Hülle und Fülle. Eigentlich recht seltene Tiere, die vom Körper her komplett schwarz sind und auch vom Fleisch her komplett schwarz sind. Hier gibt es nochmal die großen Vorwerk. Vom Zuchtfreund Sven, die deutschen Sperber. Mann, Kollege, hast du einen Kamm? Schaut euch das mal an. Hier sind unsere Tiere. Westfälische Totleger in Silber und in Gold. Und nebendran Tobias seine Lakenfelder. In der letzten Reihe sehen wir noch mal ein paar Zwerge. Wenn ich richtig liege, sind wir hier bei Zwerg Robinson. Und schließen das Ganze mit den Seabrights noch mal ab.